So, Inside Politics, heute noch einmal in Hart bei Graz. Neben mir ist der Bürgermeister, Herr Jakob Frey. Was ist hier passiert in Hart bei Graz und wie kam es zu diesen Schulden, die ja derzeit bei bis zu 47 Millionen Euro liegen dürften? Also die 47 Millionen Euro kenne ich noch nicht. Ich hoffe, dass wir tatsächlich nur bei... Die Presse. Ja, Mitteilungen gehen in die Höhe. die gehen in die Höhe, da wird alles Mögliche kolportiert. Wir rechnen in der Größenordnung irgendwo um 35 Millionen Euro, die wir tatsächlich derzeit an Schulden haben. Und wie das passiert ist, ganz einfach dadurch, indem meine Vorgänger Projekte initiiert und umgesetzt haben, die mehr Geld kosten, als wir uns leisten können. Mehr Geld kosten, als wir uns leisten können. Das bezieht sich wahrscheinlich auf diesen Umbau in der im Dorfzentrum, sage ich mal, Bachern, sprich dieses neue Dorfzentrum, neues Gemeindeamt, Sportzentrum, Eishalle. Sind das diese Ausgaben? Genau, es sind das im Wesentlichen diese großen Bauprojekte inklusive der Straßenprojekte, die sich insgesamt so weit summieren, dass wir momentan im Jahr eine Tilgungssumme von über 3 Millionen Euro haben. Das heißt, wir müssen jedes Jahr über 3 Millionen Euro zurückzahlen, bevor wir überhaupt einen Euro investieren dürfen. Bei was für einem Budget? Wir haben ein Jahresbudget von etwa 11 Millionen Euro. Allerdings haben wir eine freie Finanzspitze, verfügbares Kapital, die deutlich unter 3 Millionen Euro liegt. Das heißt, alleine aufgrund der Rückzahlungen, alleine aufgrund der Schuldendienste machen wir bereits Minus, ohne auch nur einen Euro investiert zu haben. Es hat Gerüchte gegeben, wonach es zu einer Aktenvernichtung gekommen ist im Vorfeld Ihrer Amtsübergabe. Können Sie das bestätigen, respektive gibt es dafür Indizien? Also, dass es zu einer Aktenvernichtung gekommen ist, kann ich nicht bestätigen. Es gibt jedoch eine ganze Indizienkette, die durchaus diese Vermutung nahelegen. Der Prüfbericht des Landes wirft uns unter anderem vor, dass wesentliche Akten nicht auffindbar wären, die zur Aufklärung von Vorgängen erforderlich wären jedoch. Auf der anderen Seite gibt es Gerüchte, die uns zugetragen wurden, dass unmittelbar nach der Wahl, bei der wir ja die Zweidrittelmehrheit der SPÖ halbiert haben, die Papierkübeln in der Gemeinde übergequollen wären. Und weiters ist uns bekannt, dass auch zu gleichem Zeitpunkt ein Schloss montiert wurde, erstmalig in dieser Gegend, bei den Müllcontainern. Und gleichzeitig liegt uns eine Rechnung der Firma Saubermacher vor, auf der die Position mit Aktenvernichtung angegeben ist, die zufällig auch zum selben Zeitpunkt passiert ist. Und letztendlich wurde uns vor kurzem ein E-Mail zugespielt, in dem Mitglieder der vorangegangenen Regierung, des vorangegangenen Gemeinderates, des letzten Gemeinderates, sich zu später Stunde ab 22 Uhr im Gemeinderat verabredet hätten. Auch zum gleichen Zeitpunkt. Aber Beweis haben wir natürlich dafür keinen, dass Akten vernichtet wurden, tatsächlich. Wie ist jetzt die nächste Vorgangsweise Ihrerseits? Ich habe gerade vorher mit dem Kassier gesprochen bezüglich der Einleitung einer Strafanzeige, die jetzt von der Gemeinde gestern beschlossen wurde. Was sind die nächsten rechtlichen Schritte, die Sie jetzt unternehmen werden? Also wir werden selbst keine Strafanzeige erstellen, weil uns noch nicht klar ist, ob das wirklich strafrechtlich relevant ist, die Vorwürfe, die in diesem Prüfbericht erhoben wurden. Um das jedoch zu klären, haben wir beschlossen, diesen Prüfbericht des Landes an die Staatsanwaltschaft zu übermitteln, mit der Bitte um Aufklärung. Was bedeutet das für die Gemeinde selber, also für die Gemeindebürger an Einsparungen? Wo wird sozusagen in Zukunft es zu einer Reduktion von Serviceleistungen kommen? Respektive gibt es Kooperationen mit anderen Gemeinden, um die finanzielle Last besser tragen zu können für die nächsten 5 Jahre? Ja, dieses Konsolidierungspaket, das wir gestern im Gemeinderat beschlossen haben, wird uns innerhalb von 5 Jahren spätestens alleine lebensfähig machen. Das heißt, wir werden gegenüber im letzten Jahr 3,5 Millionen Euro Zuschüsse vom Land, um das Jahr überstehen zu können, in 5 Jahren auf Null kommen. Das heißt, es wird uns gelungen, so viel einzusparen, dass wir als Gemeinde Hart bei Graz wieder alleine lebensfähig sind.
Und diese Einsparungsmaßnahmen, die wir da beschlossen haben, sind natürlich teilweise durchaus drastisch zu betrachten. Für Bürger vor allem relevant ist, dass wir den Winterdienst nicht mehr durchführen werden, allerdings nur auf Privatstraßen nicht mehr kostenlos durchführen wollen. Das heißt, wir werden nach wie vor anbieten, dass wir diesen Winterdienst auch auf Privatstraßen leisten, aber eben gegen einen sehr, sehr moderaten Kostenersatz. Was ist mit der Abfallbewirtschaftung? Da habe ich gehört, da wird es zu Einsparungen kommen. Wir haben eine Ausschreibung eben gemacht für die Abfallbewirtschaftung neu und haben mehrere Anbieter eingeladen. Und es zeichnet sich ab, dass es da hier durchaus zu Einsparungen kommen wird. Danke fürs Gespräch und ich wünsche Ihnen viel Glück bei Ihren Unternehmungen in den nächsten Jahren. Danke sehr. Danke.